Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portwolf hier mit unserer ersten Staffel und der nun 12. Folge. Immer noch in der Vorproduktion am 19.04.21. Richtig? Richtig. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jetzt wird's kompliziert, Sir Sever Vatus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe sowas noch nie gelesen. Aber der Sir Sever Vatus hat am 27.06.2020 ein öffentlich sichtbares Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herz Nr. 237. So, die kratzige Katze liegt vor Cat Island vor Anker, ist natürlich noch nicht einsatzbereit, darum kümmern wir uns aber diese Folge noch und da möchte ich auch die erste Plünderfahrt mit euch gemeinsam machen. Bevor wir das aber machen, habe ich noch mal ein bisschen in meine ganzen Unterlagen geschaut hier und festgestellt, dass ein riesen Fehler passiert ist in den letzten Folgen, den ich nicht mitbekommen habe, nicht bedacht habe. Da war ich ein bisschen overloaded mit too much info und so. Zuallererst einmal fehlt hier immer noch Wohnraum. Das Thema hatte ich aber schon Ende der letzten Folge angesprochen. Das werde ich noch ändern müssen, indem ich halt hier auch vor allem diese Rumdistillerien abreiße. Komplett, also aufkaufe und dann wegreiße. Andere Herstellungen, wie zum Beispiel hier das eine Sägewerk noch. Was haben wir hier noch? Die Schneiderei. Hier noch eine Schneiderei. Obwohl, die könnte ich aufkaufen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann würde ich noch mehr Kleidung herstellen. Das ist mein Schreiner? Nee, das ist nicht mein Schreiner. Mein Schreiner steht ja da oben irgendwo. Ja, diese ganzen Sachen hier mal verschiebe, ein bisschen wegdrücke, damit wir unser Wohngebiet auch ein bisschen vergrößern können. Weil das ist natürlich zwangsläufig notwendig. Wenn wir hier gucken, vom Platz her haben wir hier eigentlich noch schön viel Platz für die Betriebe. Also sowohl Rohstoffproduzenten als auch für die Handwerker. Sodass wir hier oben bis, ich denke, maximal hier können wir doch das Wohngebiet erweitern. Theoretisch. Was man dafür alles braucht, hat man so in letzter Folge angeguckt. Aber gut. Was mir aufgefallen ist. Ich habe mal hier reingeguckt, weil ich mal wieder ein bisschen nach Überschüsse gucken wollte. Und musste erschreckend feststellen, dass ich vergessen habe, bei den Handelsrouten zu sagen, dass die Holzwirtschaft und die Ziegelsteinwirtschaft natürlich auch verkauft werden soll. Und nicht einfach nur produzieren soll, bis zum geht nicht mehr. Klar, ich spare mir dadurch natürlich auch ordentlich was an Baumaterial. Aber es sollte natürlich auch verkauft werden, das Zeug, weil ihr seht schon, es häuft sich hier ohne Ende. Und ich wundere mich hier auch in meiner Bilanz, warum meine Lagerkosten immer weiter ansteigen, obwohl ich doch jetzt schon deutlich mehr Gewinne mache und was nicht alles. Guck mal hier übrigens, durch unsere Handelsrouteneinstellungen haben wir 400.000 mehr Umsatz im Quartal. Das hat sich richtig gelohnt. Also nicht nur die Handelsrouteneinstellungen, sondern auch natürlich die Inbetriebnahme unserer Möbelwerkstatt und den reibungslosen Zufluss von Baumwolle für unsere Kleidungswerkstatt. Schneiderei. Gut, aber gleichzeitig ist mir noch aufgefallen, keine Ahnung, wie das passiert ist, ich habe hier 322 Kohle auf Lager liegen. Da muss ich irgendwas falsch eingestellt haben. Fragt mich nicht, was das war. Ich weiß es nicht. Es hat hier nichts zu suchen, logischerweise. Das müssen wir jetzt erstmal umstellen. Und da fangen wir an damit, dass wir bei der Kaffee und Bedarf zuerst reinschauen. Warum klicke ich immer auf die Route? Ich brauche doch bloß hier reinzuklicken. Auf den Konvoi. Ich brauche bloß in die Route reinzuklicken. So, in Cat Island soll bitte nicht nach Bedarf gekauft werden, sondern aus dem Lager geholt werden. So. Und das ist es schon gewesen hier in dem Fall eigentlich. Genau. Da sage ich jetzt übernehmen. Übernehmen? Übernehmen, ja. So, und dann haben wir aber noch die Kohle und Eisenwaren. Die Kohle und Eisenwaren, die hat ja eigentlich eingestellt bekommen, dass sie die Kohle direkt aus Port Orange nach Andors bringen soll. Aber ich habe noch gleichzeitig eingestellt, jetzt fällt mir auch ein, warum die ganze Kohle da liegt. Ich habe noch gleichzeitig eingestellt, dass die ganze Kohle, also sämtliche Waren, immer nochmal in Cat Island abgeladen werden sollen. Das ist natürlich ein riesen Fauxpas gewesen. Das nehme ich jetzt wieder raus in dem Fall. Ja, das nehme ich jetzt wieder raus, damit die Kohle auch wirklich da landet, wo sie landen soll. Damit wir auch dementsprechend Eisenwaren nach Cat Island bekommen und so weiter und so fort. Und hier sage ich auch wieder übernehmen. So. Und dann schnappe ich mir jetzt aber nochmal unsere liebe Alice. Das ist Alice, ja. Und die soll bitte aus dem Lager rausnehmen. So viel Kohle wie geht. Und das bringen wir jetzt erstmal schon mal manuell rüber. Hier nach Andros. So. Ausgerechnet habe ich, dass die Kaffee und Bedarf, wenn die jetzt Kohle mitnehmen würde zum Beispiel,
Das könnte ich auch machen eigentlich. Die fährt sowieso hier lang. Nee, die fährt andersrum. Nee, das macht sich blöd. Dann lieber die andere Route. Diese hier. Wie lange fährt die? Die ist 10 Tage unterwegs. Was habe ich hier ausgerechnet? Moment. Muss mal kurz den Taschenrechner benutzen. Sind wir bei exakt 31. Wenn ich also 35 hinbringe, tut's nicht weh. Das können wir eigentlich auch machen, Leute. Ich sag doch nochmal hier alles abladen. Und dann soll sie aber einladen. Und zwar Menge 35. So. Und die in Endos wiederum abladen. So wie es jetzt hier steht, ne? Genau. Erstmal alles rausschmeißen. Also in Cat Island ins Lager schmeißen. Und 35 dann wieder mitnehmen. Und die nach Endos bringen. So, übernehmen. Und vorher muss ich natürlich noch sagen, unserem Stippi hier vorne in Cat Island, im Lager, hier, im Handel, beim Kohleverkauf, verkaufe an die Stadt, 72 ist Mindestpreis. Wie viel stellen wir denn her? Ist hier mein Produktionspreis? Nee, das ist Verbrauch. Ach, den sehe ich hier gar nicht, den Produktionspreis, ist natürlich schade. Moment, kriegen wir raus. Meine Kohle wird hergestellt für 67. Okay, also gehe ich auf 67 auch runter, damit ich wenigstens die Produktionskosten wieder reinbekomme. Doch, Schluck auf. So. So, 67. Aber Mindestmenge soll vorhanden sein. Sagen wir 40. Ja, sagen wir 40. So. 40 sollen vorhanden sein. Und hier war nochmal aktiviertes das Lager, diese Ware handeln soll, hab ich, okay. Und es gab jetzt aber nicht irgendwie nochmal so ein Ding im Sinne von, doch, hier war irgendwas. Waren von Handelsrouten annehmen und Waren Abgabe an Handelsrouten, ja genau. Das soll soweit alles laufen, okay. Dann haben wir das schon mal geregelt, jetzt hoffe ich natürlich noch, dass dann sich das mit den Mengen soweit ausgleicht. 10 Tage, wir können mal gucken, wie die Produktion nochmal steht. Hier mit unserer Kohle in Port Orange. Produktion Kohle. Wir machen am Tag 28,8. Heidewitzka, das werden wir niemals los, das Zeug. Eieiei. Aber jetzt extra dafür. Also wirklich nur extra dafür. Einen, einen Händler einzustellen im Lager. Erinnert euch bitte daran. Wenn ich das Lager hier finde. Hier ist es. Wenn ich den einstelle, verdoppeln sich die Lagerkosten pro Tag. Und das wiederum sorgt natürlich auch dafür, dass unsere Produktionskosten sich verdoppeln würden, ne? Oder nicht verdoppeln, aber erhöhen würden. Und das möchte ich natürlich versuchen zu vermeiden. So. Außerdem müssen wir noch eine Sache einstellen. Die habe ich nämlich auch verschwitzt. Wir brauchen hiervon theoretisch pro eine gefahrene Tour, die wir haben, momentan 10. Denn, nee, warte, wer holt denn die Metalle? Wer holt denn die Werkstätte? Die Dingens hier. Holst du die? Die Eisenwaren, meinte ich. Du holst die Eisenwaren. Du brauchst 9 Tage. Also brauchen wir theoretisch mindestens 9 immer auf Lager. Also stelle ich jetzt auch ein, dass es 10 sein sollen. In der Stadt selber stelle ich das ein. Moment. Hier. Handel. Bei den hier. Sollen es mindestens 10 sein. Warum habe ich hier 100 eingestellt? Wenn ich das mal wüsste. So. Und verkaufen für 204? Ich glaube nicht. Nö, dann nehmen wir einen anderen Preis. Wie viel stellen wir denn her? Habe ich schon welches auf Lager? Ist noch die andere Frage. Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich habe nichts auf Lager. Was hat natürlich daran liegt, dass nie Kohle angekommen ist im Lager in Endos. Aber ich würde es für 190 herstellen. Was soweit okay ist, wie ich finde. Wenn ich mir diesen Mittelpreis hier angucke, können wir auch sagen, okay, kannst du bis zum Preis von 190 auch gerne verkaufen. Damit auch dieser Händler sein Geld wert ist. Die anderen Lager werde ich mit der Zeit dann auch versorgen.
mit einem Händler und anderen Waren, damit der Händler wiederum seine Kosten reinspielt. Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. So, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir das jetzt erstmal aufgeräumt. Oder noch nicht ganz aufgeräumt, aber wir sind dabei, es aufzuräumen. Ich lasse die Zeit jetzt doch endlich mal weiterlaufen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass die Kaffee und Bedarf mal hier anlegt, Coats und Cat Island, damit ich den Kapitän runternehmen kann, den Hans Voss. Und dieser Hans Voss soll dann nämlich auf die kratzige Katze zugewiesen werden und mit dem gehen wir dann auf Plünderfahrt. Jetzt hat er aber wirklich echt lange gelabert, der dicke Alte wieder, ne? So, ich warte nur noch kurz, bis sie da ist. So, ja, die Alice ist auch da, wunderbar. So, Kapitän, kann ich dich so jetzt hier rausnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann sage ich jetzt hier zuweisen und lösen. Jetzt geht das auch, Wunderbärchen. So, Moment. Kratzige Katze, Kapitän, zuweisen und da ist er drin. Wunderbar, so wollte ich es haben. Und ich werde jetzt einen Teufel tun und hier jetzt die Matrosen rausnehmen. Das sind nämlich meine Arbeitskräfte, die ich brauche. Stattdessen gehe ich jetzt nach Nassau. Der hat ja die Kommandopunkte. Der hat 4 Kommandopunkte. Das heißt, er kann theoretisch 4 Korvetten mitnehmen, weil eine Korvette kostet uns einen Kommandopunkt. Momentan. Ich muss nochmal auf diese komischen Werte gucken, was was bedeutet. Das war Deckhöhe. Achso, okay. Und hier war Tiefgang. Gut. Also der Tiefgang ist gar nicht mal so schlimm. Wir können aber jetzt durch die Fähigkeiten von ihm, von unserem Kapitän hier, wenn der Navigator zum Beispiel hätte, könnten wir, wenn wir flüchten müssen vor einem Militärkonvoi, auch im flachen Gewässer flüchten, weil der Militärkonvoi erfahrungsgemäß langsamer sein wird als wir. So, wir lassen die Zeit trotzdem laufen und bringen jetzt vom Konvoi ins Lager die Kohle endlich rein. Hier liegt nämlich nichts vor Ort. 0, nichts. Das Metall hat sich hier auch schon angehäuft, dummerweise. Aber jetzt können ordentlich Eisenwaren produziert werden. Und da liegen auch schon welche vor Ort. Wunderbar, so wollte ich es haben. Sehr schön. Vielleicht sinkt jetzt sogar nochmal der Preis, dass wir sogar noch eine etwas größere Gewinnspanne rausziehen. Schauen wir einfach mal. Liebe Alice, du gehst wieder dahin, wo du hingehörst. Ach, hier wird jetzt sogar angezeigt, dass ich maximal 4 Punkte habe. Ich glaube, das sieht man dann auch dementsprechend hier, ne? Ja, 2 Korvetten. Eine Korvette, wissen wir schon mal, kostet einen Kommandopunkt. Das heißt, Fregatten müssten ja folglicherweise auch einen Kommandopunkt kosten. So, ich wollte gerne von euch ein paar Matrosen mitnehmen. Denn in der Vizekönigstadt kommen immer die Siedler aus der alten Welt, also aus Europa. Die kommen da immer an und die kannst du vorzugsweise hier mitnehmen, weil sie sowieso nicht hier wohnen bleiben. Das verteilt sich alles so ein bisschen dann auch durch die KI mit ihren Handelskonvois und alles. Kann ich die eigentlich in der Handelsroute eingeben? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ist das möglich? Route bearbeiten. Hier, Konvois, ganz runterscrollen. Nee, das geht leider nicht. Das ist natürlich schade. Das wäre natürlich schön, wenn man die Matrosen auch so ein bisschen bei Bedarf verteilen könnte. Also sprich, wenn irgendwo Arbeitskräfte benötigt werden, dass es automatisch dann dahin geliefert wird. So muss ich mich selber drum kümmern. Aber gut. So, jetzt haben wir hier einen Konvoi, der mich, wie viel kostet? 1700 pro Tag. Das muss der natürlich reinspielen, ne? Da werden wir jetzt aber auch erstmal einen Zwischenspeicher machen, nicht, dass mir jetzt unten ein dummes Unglück passiert hier und ich gleich in die riesen Invasionsflotte reinschipper. Wir müssen in Richtung England segeln. Was ist hier los? Wohnraum? Das ist mir doch egal, ob ihr keinen Wohnraum habt. Und ich glaube, diese zwei Dinger hier bedeuten eigentlich, welche Militärstufe die haben, oder? Oder welche Stadtstufe das ist. Das wird die Stadtstufe sein. Ja, über 2000 Einwohner. Wissen wir aus Cat Island, ne? Alles klar. Gut, dann, kratzige Katze, du kommst mal mit. Du wirst jetzt ein kleines Weilchen brauchen, bis du da bist. Wir haben aber wunderbare 385 Laderaum, die wir hoffentlich auch voll knüppeln können. Warum habe ich denn so guten Wind? Oh, jetzt nicht mehr, okay. Ach, wir hatten den guten Wind wegen dieser Verwirbelung hier. Okay. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob man jetzt auf Militärfahrt die Windrichtung anzeigen lässt. So, ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht zu nah ranfahre, weil hier können natürlich auch Militärkonvois stehen, die mich natürlich dann auch gerne mal angreifen können, ne? Die können mich mal gerne nicht angreifen. Wäre zumindest nett. So. Und ich finde, hier ist ein wunderbares Nadelöhr, wo man relativ schnell Händler aufspüren kann.
Ich könnte mich jetzt theoretisch hier hinstellen und campen, wie so ein kleiner Feigling. Aber ich werde mich natürlich auch ein bisschen in Bewegung halten. Angefangen damit, dass ich jetzt mal hier in Richtung Port-au-Prince rübersegel. Ha! Moment! Händler aus Tortuga mit einer Flöte. Moment. Bestimmt möchtet ihr mir Hilfe anbieten. Das war knapp. Fast hätte ich mich zum Piraten gemacht. Aber nur fast. So. Kaperbrief. War jetzt nicht sehr günstig. Der wird sich aber auszahlen. So. Plündern. Fertig aus. Es erfolgt kein Kampf, weil die haben kein Militärschiff dabei. Das habe ich ja am Anfang einer Kampagne so eingestellt, dass es nicht Zwang ist. Es kann mir natürlich aber auch andersrum passieren, dass ich geplündert werde, ne? Also von daher, c'est la vie. Ich würde sagen, jetzt sehe ich schon mal, ich habe eine 77er Stärke mit diesem einen Schiff, okay. Ich würde sagen, das ist jetzt meine Ware. 54 Gemüse, 5 Kakao, Wunderbärchen, Kakao wissen wir zum Beispiel, möchte unser, wie heißt der Typ nochmal? Esko. Kannst du dich bitte Hans nennen? Bitte. Dieser Esko ist der Meinung, Kakao wäre auch ganz wichtig für Europa. Also bringen wir es ihm natürlich auch gerne mal nach Europa. So, in Port Royal wird bestimmt auch irgendwo ein Händler rumdümpeln. Ich werde nicht bis ganz ranfahren. Oh, Hallöchen. Der ist aus Santo Domingo. Überhole ich dich? Ja, aber sowas von. Ja, noch ein kleines bisschen und dann rein da. Moin. Plündern. Und Kaperbrief angewendet. Ruhmpunkte gibt es auch noch. Hanf, okay. Der Rest, naja, war jetzt nicht so die richtig teure Ware. Aber hey, wenn es geschenkt ist, ne? Ihr seht schon, hier ist ein gutes Nadelöhr. Hier fahren sie relativ oft lang. Relativ. Ei, Händler aus Baracoa. Kriegen wir dich noch, bevor du da ankommst? Ich bin mit 8,4 unterwegs, er mit 9,0. Nee, schade. Den kriege ich so nicht. Ich kann es aber natürlich auch versuchen, einfach hier stehen zu bleiben. Das mache ich jetzt auch mal. Und darauf zu warten, dass der wiederkommt. Produzieren dich hier in Port-au-Prince. Eisenwaren, Rumpf, Seile, Bier, Obst, Gemüse, Kohle. Schauen wir mal, was der mir mitbringt. Wenn der hier irgendwann wieder rauskommt. Autosave. Hä? Der ist bestimmt jetzt hier nördlich gefahren und ich hab's nicht gesehen, wa? Bestimmt. Verflucht. Na gut. Gehen wir nach Port Royal. Wah! Moment! Nicht so schnell, Robin! Wie schnell ist denn der unterwegs? 7,3. Leute und Bark. Das sind schon zwei Schiffe. Die kriegen wir sogar. So. Können wir auch so ein bisschen die unterschiedlichen Schiffsmodelle uns mal angucken. Das ist jetzt die Flöte, die ist nämlich das größere Schiff der beiden. Und hier ist unsere Korvette. Na, 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 na. Du wirst doch jetzt nicht noch versuchen zu stiften hier. Zack. Wunderbar. Na gut. So, da ist der Laderaum aber auch schon voll. Wir gehen die Sachen jetzt verkaufen. Und was habe ich hier eigentlich für Müll erzählt im Sinne von, dass man hier die Punkte sehen würde? Oder kosten mich die immer zwei Kommandopunkte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten diesen einen Perk drin, dass es zwei Kommandopunkte kostet, ne? Jetzt ist natürlich schade, dass die kein Getreide haben wollen zum Beispiel. Davon habe ich mehr als genug. Wir können aber mal einen groben Blick auf die Städte werfen. Schade. Die Spanier vielleicht? Irgendwo hier in der Nähe? Was wollt ihr? Ihr wollt Fleisch. Habe ich auch nicht bekommen. Schade. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir fahren erstmal grundsätzlich nach Cat Island. Ne? Da könnte man sich überlegen, ob man die Sachen direkt ins Lager wirft und von dort automatisch verkaufen lässt. Ich werde natürlich noch vorsichtig gucken. Ja, es könnte sein, dass ich hier die Militärkonvois anschneide. Deswegen fahre ich lieber ein bisschen weiter rechts rüber. Weil sobald ich die sehe, sehen die mich natürlich auch. Ne? Macht irgendwo Sinn, oder? Obwohl, ich glaube... Wartet mal. Gab es ja auch eine Sichtweite? Nee, eine Sichtweite gab es nicht. Okay. Da war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Weil bevor ich jetzt Müll erzählt hätte, habe ich lieber nochmal so nachgeguckt. So. Abgesehen vom Kakao,
denke ich, können wir erstmal alles abladen zu Hause. Und dann werde ich vielleicht zwischen den Folgen noch unserem Händler sagen, dass er das alles verkaufen darf zu einem Preis von. Ich werde irgendwie so einen Mittelwert versuchen rauszufinden. So, wunderbar. Ach so, ja, Mensch, ich habe ja schon wieder einen Ruhmpunkt. Das trifft sich gut, denn es gibt etwas zu besprechen. Ich weiß, du willst, dass ich George schon plündere, aber das schaffe ich nicht mit nur einer Korvette. So, was haben wir denn hier? Durch eine zentrale Verwaltung wird der zur Verfügung stehende Wohnraum besser erfasst. Die Kapazität der Wohngebiete steigt in deinen Städten um 10%. Also in meinem Fall in Port Orange, in Andros und... Nee, Quatsch! Nur in Cat Island. Ich bin ja nur in Cat Island Verwalter. Wenn ich jetzt aber in Port Orange und in Andros auch Verwalter wäre, hätte ich da auch die 10%. So, machen wir. Das sind 24 Einwohner mehr pro Wohngebiet. Wenn sie auf Maximum ausgebaut werden können. Und damit könnte es schon gut möglich sein, dass die prozentuale Auslastung der Wohnräume noch sinkt. Ach, solchen Gefahr bei null. Wunderbar. Herzlichen Glühstrumpf, würde ich sagen. Herzlichen Glühstrumpf. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob er mir das auch anzeigt. Ja, 24 mehr pro maximale Ausbaustufe. So sieht man das doch gerne. Ah, das hier ist sogar gewachsen, das Gebäude. Sehr schön, also das Wohngebiet. Das hier war noch der Marktplatz. Taverne. 154, was fehlt dir? Dir fehlt die Kapelle. Oh! Hab ich die doch nicht so 100% hinbekommen. Aber gut. Wir sind angekommen. Wir können schon mal gucken, was wir verkaufen. Getreide auf Einschlag. Aus damit. Zucker ebenfalls. Ist alles Mangelware hier. Nee, Kakao nicht. Oh, Gebäck. Ja, doch. Sehr gut. So. Warenwert 15,5 immer noch, nachdem wir schon verkauft haben. Wir müssen mal dran erinnern, der Konvoi, die kratzige Katze, kostet uns 1700 Gulden täglich. Wir waren jetzt ein paar Tage unterwegs und haben super Warenwert mitgebracht. Wir stehen jetzt noch überall verkauft, wo er viel Geld bringt. Dann ist es ganz schnell wieder reingespielt. Oder aber ich verteile das, wie ich vorhin schon sagte, einfach zu Hause aufs Lager. Sage dem Lager, zu welchem Preis er das verkaufen soll. Obwohl, habe ich ja schon. Hätte ich jetzt eigentlich machen können, Depp. Naja. Aber guck mal hier, die wollen Gemüse haben, da machen wir es ja gleich noch ein bisschen beliebter. Die wollen auch Hanf haben, da ballern wir gleich mal bis zum Mittelwert raus. Wunderbar. Rum, gut, ist eine kleine Menge. Kakao, da ich es nicht produziert oder eingekauft habe, hau raus das Zeug. Das stört so überhaupt nicht. Wir können noch ein bisschen nach der Haltbarkeit gucken. Die ist bei vollen 200 Lebenspunkten. Wunderbar. Ach ja, wir haben hier noch die Fähigkeit Rauch. Das Feld des aktuellen Schiffs oder ein Nachbarfeld wird für eine Runde in Rauch eingehüllt und kann dadurch nicht angegriffen werden. Das ist natürlich eine schöne Schutzfunktion. Aber gut. Natürlich sind wir noch nicht fertig, ne? War eigentlich sehr lukrativ hier unten. Ich denke, wir fahren nochmal da runter. Ne? Ja, ich glaube, das nächste Mal werde ich dann in Cat Island auslagern. Während du da runterfährst, möchte ich hier mal ins Lager reinschauen. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile von den Mengen her aus? Okay, Holz wird schon mal weniger. Das ist schon mal sehr lobenswert. Ziegelsteine allerdings noch nicht. Bei Ziegelsteine könnte ich mir jetzt auch überlegen, die Überlegung ist schon fertig, dass ich bei Kohle und Eisenwaren noch sage, in Cat Island, dass du gerne einladen und nicht kaufen. Das habe ich auch noch eingestellt, dummerweise nach Bedarf. Ja, und dann überall woanders verkaufen. Eigentlich können wir sogar sagen, in Andros gar nicht mehr. Ah nee, das ist verkaufen. Hier in Florida Keys. Nicht mehr kaufen. So. Und in Port Orange. Nee, Mosquito. Auch nicht mehr. Nee, verkaufen war schon richtig. Ach Robin, jetzt musst du dich mal ein bisschen konzentrieren hier, ne? Ein kleines bisschen wenigstens. Wo eigentlich können wir hier auch sagen, verkaufen, falls da mal irgendwie Leerstand ist. Aus irgendwelchen Gründen. Hier brauchst du nicht mehr kaufen, das Zeugs. So. So passt das, denke ich, ne? Florida Keys habe ich das rausgenommen, was sie da auch produzieren, genau. Hier muss es verkaufen, alles klar. Übernehmen. Hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. Sonst wird es langsam ungemütlich.
Sonst brauche ich noch mehr Handelsrouten, die sogar auch mal exportieren. Ich habe echt noch keine Ahnung, wie sich das auswirkt, wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig nach Frankreich was exportiere. Ob das dann auch die Beziehung zwischen unseren Nationen pflegt oder nicht. Weiß ich noch nicht. Werden wir aber noch rausfinden. Moin! Taschen! Tschüss! Bin ich schnell genug? Warte. 12 Knoten? 11,4. Oh, Schwein gehabt. Die Fregatten ziehen den runter. Ja, und vor allem hier sind hier auch gerade Untiefen. 7,110. Zack. Aus der Untiefe raus. Hier rein. Nee, warte mal. Ich habe ja noch gar nicht den Vorteil. Stimmt, ich habe den ja noch gar nicht. Eieiei, das war knapp. Das war knapp. Hätte ich nur ein bisschen weniger aufgepasst, hätten wir jetzt unsere Korvette schon verloren. Das Schöne ist aber, wenn ich Waren an Bord habe, kann die einfach nur geplündert werden. Wenn ich sage, ich kapituliere, dann wird die einfach nur geplündert und mehr nicht. So, ich will mal nur kurz hier ein bisschen warten. Ein kleines bisschen Zeit verstreichen lassen. So. Hab's ja nicht vorbeifahren sehen. Oh! Alles klar! Die Kavallerie war da! Wunderbar! Das waren jetzt drei Reime in einem. Wow! Okay. Was hier los? Zu wenig Wohnraum. Mute, da kann ich euch leider nicht helfen. Ich werde aber mal gucken, ob ich vielleicht vor Santo Domingo diesmal ein bisschen was erwische. Ja, dann könnte ich nämlich auf relativ langer Küste. Relativ. Ja, doch nicht so. Nee, nee, gar nicht. Ich gehe mal einfach hier hin. Haben wir irgendwo gerade noch vielleicht? Ja, hier hätten wir 25 Gebäck. Wäre eigentlich was für die Alice. Alice, komm mal ran hier. So. Geh doch mal bitte nach Port Orange. Ja, so eine Fahrten, so eine manuellen Fahrten kann ich mir natürlich theoretisch in Zukunft sparen. Wenn ich dann zum Beispiel in Port Orange auch den Händler einstelle, der dann automatisch handeln soll, dass ich dem zum Beispiel sage, er soll ab einem Preis von so und so oder für einen Maximalpreis von so und so immer mal Gebäck aufkaufen, bis zu einer Menge von. Dann habe ich das immer da. Die kann ich auch nach und nach anheben, die Menge theoretisch. Und dann solche Aufgaben mal relativ fix erledigen. Und spätestens dann, wenn ich selber produziere, kann ich auch sagen, okay, hol das mal aus Lager XY, hol das mal ab, fahr das mal darüber, kriegen wir eine neue Taktik dazu. Ach, die Alice ist schon da. Finde ich aber gut. Wie viel? 25? Das nehmen wir mal an, bis zum 16. Mai haben wir Zeit. Wieder fast ein Monat, wunderbar. So, Gebäck. Ist hier relativ weit unten. Wenn ich 25 Stück kaufe, dann sind wir noch relativ in der Gewinnzone. Es tut weh, es tut weh. Es sind fast 14.000, die ich dafür ausgebe. Aber der Mittelwert ist noch in Ordnung. Außerdem wissen wir ja schon, die haben hier massiven Mangel dran. Auch hier nochmal geguckt, es ist der größte Mangel, den sie hier haben, in Rot dargestellt. Da kriegen wir einen guten Preis für. So, nach Florida Keys, genau. Jetzt gucken wir hier nochmal nach. Und jetzt pass auf, jetzt kriege ich Gebäck als Plünderware. Das wäre einfach so wieder typisch mein Talent. Dachtest du, ich sehe dich nicht. Nur eine Handelsflotte, schade. Mit 8,4 Knoten ist die deutlich langsamer als wir. So. Die jagen wir jetzt. Es kann auch gut möglich sein, dass ich einfach schneller bin, weil ich einen Kapitän hier drauf habe. Auch gut möglich. Und wenn der dann nochmal zusätzlich den Effekt drin hat durch seinen Skill, den er da hat, durch seinen Attributspunkt. Na? Jetzt sag mir nicht, oh nein, verfluchte Axt. Ich bin nicht schneller. Die hauen mir ab. Nö, dann gehe ich hier vorne vor Anker. Haut das hin? Ja. Dann mache ich einfach mal Lucky Cookie. Was bist du? Eine Flöte mit 7,0 Grad im Gegenwind. Na, komm mal ran hier. Ätschepu. Und dann 40 Bier. Immerhin. 15 Zucker, 40 Bier. Wenn wir jetzt noch einen Auftrag hätten mit Bier, wäre noch schöner. Na, Robin, fahr nicht zu nah ran. Die Militärkonvois stehen gerne mal weiter vorne. Wen haben wir hier? Eine Flöte und eine Bark. Die kriegen wir. Die kriegen wir sofort von. Ich weich nicht mal aus. Schön.
81 Kaffee, 71 Kakao. Auch nicht verkehrt. Und vor allem unser Kapitän bekommt dadurch jetzt nochmal relativ zügig Erfahrungspunkte. Auch durch das Verkaufen des Manuelle soll der wohl auch relativ wenig, aber immerhin Erfahrungspunkte bekommen. Ruhmpunkte könnte ich natürlich noch deutlich mehr mir anhäufen, wenn ich auch einen Militärkonvoi besiegen würde. Dazu muss es aber erstmal kommen, dass es auch ein Militärkonvoi ist, dem ich gewachsen bin. Ja, wir kreisen jetzt hier mal so ein bisschen, ne? Du noch mal! Ich habe vorhin schon auf den Kicker gehabt. Ja, lieber Timer, ist alles okay? Timer, es reicht. Ob wir den vielleicht doch nochmal erwischen, wenn ich jetzt hier außen rumfahre, auf tiefer See? 8,4. Ja, den hatten wir schon. Man, da könnte jetzt natürlich auch wieder Waren an Bord haben, hier direkt aus der Santo Domingo-Stadt. Also, Vizekönigstadt. Ja, nee, der trickst mich aus jetzt hier, ne? Der trickst mich jetzt aus. Achso, Moment mal. Alice! Hast vergessen. Nee, du sollst... Hallo, Alice! Bitte? Hier. Ach, ich habe sie gar nicht direkt reingeschickt, okay? Ja, wunderbar. Oder auch nicht. Ich habe Luxuswaren gekauft. Nein. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin sowas von selten dämlich. Ich wollte Gebäck kaufen. Warum habe ich denn Luxuswaren gekauft? Eieieiei. Verfluchte Axt Nummer 1 hier. Ja, moin. Kriege ich dich noch? Jawohl. Oh. Oh, das hat sich ausgezahlt. 10 Möbel, immer gerne. Und wir sind schon relativ gut beladen. Da würde ich sagen, wir fahren erstmal in den sicheren Hafen Turk Islands und dann schleichen wir uns hier hinten rum. Ne? 300.000 hat er schon auf hoher Kante. Sehr schön. Was wollt ihr? 45 Gebäck. Nee, nix da. Ich kaufe bloß wieder Luxuswaren. Ist schon da. Wunderbar. Da kauft der Luxuswaren. Soll aber Gebäck mitnehmen, der Depp. Ah, ich hab natürlich miese gemacht. Auf jeden Fall. So, du bist auch gleich da. War eigentlich ein bisschen riskant, dass ich jetzt mit hoher Geschwindigkeit auch noch jetzt hier einfach losgefahren bin, ohne zu gucken, was hier eigentlich los ist. So, ihr wollt zum Beispiel Mais haben. Mais habe ich an Bord, Hanf leider nicht. Holz wollt ihr auch. Hier könnt ihr haben. Mais. 48 Siegel. Hier, zack. So, die Kolonialwaren verkaufe ich natürlich in Nassau. Möbel, zack. Wunderbar. Zucker? Habe ich gar nicht darauf geachtet. Zucker? Abproduzieren sie selber. Nö, nee, dann nicht. Und Bier genauso. Gut. Ich würde sagen, wir machen noch einen Abstecher in Cooked Island. Die wollen tatsächlich Kaffee haben. Kriegen sie aber nicht. Müssen sie früher schlafen gehen. Was hier? Vor einer einfachen... Ach, da ist wieder eine Schatzkarte. Oder? Nee, Moment. Vor einer einfachen Hütte nicht weit vom Wasser sitzt hier ein älterer Mann, der wie ein Einsiedler wirkt. Seid gegrüßt, ich biete einem eurer Kapitäne Lehrstunden an, um seine Kenntnisse zu verbessern. Meine Dienste sind aber nicht umsonst. Für 2000, das geht? Da fahren wir noch schnell rüber. Und dann fahre ich aber in den Feierabend. Der Papst ist tot, es lebe der Papst. Am 10. April stirbt Papst Gregor der 13. nach Fieber und schlechter Gesundheit in den Tagen zuvor. Ihm folgt Papst Sixtus der 5., der sich daran macht, Probleme im Kirchenstaat zu beseitigen, die sein Vorgänger hinterlassen hat. Banditen werden hingerichtet und zur Schau gestellt. Finanzielle Probleme werden höchst effektiv durch Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen behoben und eindrucksvolle Bauprojekte werden in Rom angestrebt. Sixtus der 5. wird binnen kürzester Zeit einer der reichsten Herrscher Europas und erhält den Beinamen Eiserner Papst. Braucht er noch zufälligerweise einen besten Freund, der sein persönlicher Rumlieferant wird? Dann würde ich auch Rumproduktion machen. Das ist kein Thema. Weil reich und so. Aber gut, die Leute. Ihr lieben Leute. Ist jetzt doch ein bisschen sehr harte Überlegung. Das ist so für mich, weil ich muss es ja alles immer noch schneiden und Ton anpassen und was nicht alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr wissen wollt, wie viele Erfahrungspunkte gibt es hier, schaffen wir endlich diese Gebäckaufgabe und was bringen die nächsten Plünderwarten? Schaut doch einfach morgen wieder rein. Ciao.